Yo, was geht ab, Leute? Mesha hier und wir sind hier mit Yannis Karra. Yannis Karra ist wieder am Start, ist wieder in der House, wieder in Town und macht mich hier wieder ein bisschen schmal, deswegen muss ich jetzt ein bisschen so outangeln hier. Leute, lange ist es her, ein Jahr um genau zu sein, und seid jetzt viel gegangen, auch bei dir. Erzähl mal, was geht so ab bei dir? Ja, also ich habe jetzt die letzten Monate seit Februar wirklich konstant im Aufbau verbracht, konstant das Gewicht nach oben geschraubt. Mein Fokus ist vor allem auf den Hamstrings, Adduktoren, aber natürlich auch auf der Brust. Die ist jetzt ein bisschen gekommen hier oben, kommt es langsam, aber da muss noch einiges gehen. Ich denke, da geht auch noch einiges, aber ich bin zufrieden bis jetzt mit dem Fortschritt. Ja. Und wenn ich jetzt frage, was geht bei dir so ab, kommt natürlich direkt die Antwort im Training. Was geht sonst so bei dir ab? Nebst dem Training? Ja, okay, nächstes Training. Warte, ich muss schon überlegen. Was gibt es da jetzt im Training schon wieder? Nee, ich habe jetzt das fünfte Jahr vom Studium vorbei. Das war so ein praktisches Jahr. In der Schweiz ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Bei uns ist das praktische Jahr quasi das zweitletzte Jahr und dann das letzte Jahr nochmal Studium. Das heißt, das Studium beginnt bald wieder. Dann ja, bin ich fertig bald. Sonst ja, war ein hartes Jahr, immer so aufstehen. Ja. War hart, aber sehr lehrreich. Und, Aber die Gains sind loyal, wie ich sehe. Gains sind loyal. Und deswegen nehme ich mir jetzt natürlich auch die Chance, direkt mit Yannis mal wieder ein bisschen zu trainieren. Heute haben wir einen Pull-Workout auf dem Plan. Und sobald es Pull heißt, bin ich mit Yannis direkt im Starter. Ordne ich mich auch mal runter, das mache ich nicht für viele Leute. Deswegen, wir trainieren jetzt ein bisschen. Danach gibt es noch ein Voiceover für euch, wollen wir ein bisschen über die neuesten Updates aus der Science-Szene reden. Und wenn euch der Content gefällt, Leute, denkt dran, Daumen nach oben und auch vor allem einen Daumen nach oben, wenn ihr seinen FFMI wissen wollt. Also wir gehen gerne auch wieder in den DEXA-Scan, machen ein Video für euch, aber da wollen wir zuerst den Support sehen. Also 1500 Likes müssen sein für Yannis. Jo. Für Yannis DEXA-Scan. Und jetzt, so ist es, Mann. Jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los. Let's do it. So, Leute, und da sind wir auch schon. Wir haben gedacht, wir machen mal wieder ein kleines Voice-Over, weil wir wollten eigentlich mehrheitlich hier über ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema in der Science-Schiene sprechen, und zwar Effective Reps. Was hat es mit diesen Effective Reps auf sich? Sollte man sie zählen? Was sollte man in seinem Training anpassen? Diese Sachen möchten wir heute für euch beantworten. Wir haben ein richtig geiles Rückentraining gemacht. Ich habe mich mal wieder auf das Training von Yannis eingelassen, weil, ganz ehrlich, wenn Yannis sagt Rückentraining, dann muss ich einfach auch mitmachen. War auf jeden Fall interessant. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen und kann auf jeden Fall jedem empfehlen, jetzt hier gut zuzuhören. Ja, es war mir auf jeden Fall wieder mal eine Ehre, dass du mit mir mittrainiert hast. Ich weiß, es macht so sehr nur bei gewissen Leuten, sagen wir es mal so. Und ich habe auch wieder mal gesehen, dass wir halt schon ein bisschen unterschiedliche Trainingsstile insgesamt haben. Also auch nicht nur der Körpertyp ist anders, sondern auch wirklich auch das Training hat schon deutliche Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Ich trainiere ein bisschen explosiver. Ich habe im Allgemeinen, würde ich jetzt mal sagen, auch in den letzten Monaten nicht mehr viel recherchiert, was ich jetzt noch optimieren könnte. Und Yannis hat jetzt das, was wir schon immer wussten, einfach jetzt nochmal analysiert und ein paar richtig gute Erkenntnisse draus gezogen. Und zwar wussten wir ja schon immer, dass hartes Training schlussendlich eine Grundvoraussetzung ist, wenn man wirklich effektiven Muskelaufbau erzielen will. Das heißt, es kann nicht sein, dass man denkt, hey, ich pumpe ein bisschen ab und dann wachsen die Muskeln, sondern man muss auch manchmal wirklich die Muskelfasern komplett ausreizen. Das ist auch ein ganz einfacher Grund. Wir haben zwei verschiedene Muskelfasertypen, grundsätzlich so ganz einfach ausgedrückt. Typ 1 und Typ 2. Und in den ersten Repetitionen, wenn man jetzt zum Beispiel mit 15 Reps trainiert, werden mehrheitlich Typ 1 aktiviert, die nicht wirklich viel zum Umfang beitragen. Und irgendwann dann so, das ist man sich noch nicht sicher, in den letzten 3 bis 5 Reps aktivieren dann irgendwann auch die Typ 2 Fasern, und die müssen wir immer aktivieren. Und das heißt, mit diesem Wissen gab es jetzt zum ersten Mal auch ein paar richtig gute Take-Homes, die auch der Yannis jetzt hier nochmal zusammengefasst hat und die wir jetzt hier nochmal betrachten, damit ihr auch euer Training nochmal ein Stückchen optimieren könnt. Also alles ein bisschen nerdy, aber genau das wollt ihr hier ja auch, um wirklich auch euer Training, euer Muskelaufbau aufs nächste Level zu bringen. Wenn wir jetzt die Muskelfasertypen mal in 2 Typen einteilen, haben wir zuerst Typ 1, die werden zuerst aktiviert. Natürlich werden auch von Anfang an Typ 2 Muskelfasern aktiviert, aber mit der Zeit natürlich immer mehr. Nun habt ihr 2 Möglichkeiten, wie ihr schon von Anfang an volle Muskelfaserrekrutierung erreichen könnt. Zum einen könnt ihr einfach ein hohes Gewicht nehmen und dann habt ihr schon von Anfang an eine volle Faserrekrutierung, vor allem auch der Typ 2 Muskelfasern. Hohes Gewicht würde dann so heißen bis 8 Reps. Also so alles so zwischen 5 und 8 Reps. Unter 5 Reps sollte man ja eh nicht wirklich gehen im Bodybuilding-Training. Also das würdest du auch so bestätigen. Ja, würde ich auch so sagen. Wir reden jetzt mal von Sätzen auf Muskelversagen, um es ein bisschen einfacher zu halten.
Die andere Möglichkeit ist eben, dass ihr ans Muskelversagen geht, auch mit hohen Rep-Zahlen. Denn wenn der Muskel während des Satzes ermüdet, ist er gezwungen, immer mehr Muskelfasern zu rekrutieren. Das heißt, ihr könnt durch die Ermüdung während des Satzes auch eine volle Faserrekrutierung erreichen. Einfach erst später im Satz. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht auf 8 Reps trainiere, sondern auf 15, dann muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich die letzten Reps eigentlich mehr auf RPE 9 gehe, bei 20 Wiederholungen auch mindestens RPE 8 bis 9, oder? Weil sonst kommt dieser Effekt nicht mit. Das ist jetzt, glaube ich, auch der Grund, wieso Myo-Reps immer wieder mehr jetzt auch in den Vordergrund gebracht werden, weil dort erhöht man ja die Ermüdung vorher auch schon, oder? Genau, bei Myo-Reps hat man auch das Prinzip, dass halt der Muskel schon vorermüdet wird und dadurch werden dann nach den kurzen Pausen bei den nachfolgenden Teilsätzen halt von Anfang an schon alle Muskelfasern rekrutiert, weil der Muskel einfach sonst gar keine Bewegung mehr ausführen könnte. Das heißt für mich jetzt, ganz wichtig Leute, ein ganz interessanter Erkenntnis, die ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass wenn man eben High Rep trainiert, und das ist ja auch schön, dass man das mittlerweile weiß, dass es nicht diesen Hypertrophie-Bereich gibt, diesen klassischen, sondern dass man auch mit 20 Reps Muskelaufbau erzielen kann, aber eben nur, wenn man dann auch fast ans Muskelversagen geht und auch neu für mich, dass diese Pausenzeiten verlängern auch wirklich nur sinnvoll ist unter 8 Reps. Das heißt, wenn man schweres Bankdrücken, schweres Kniebeugen macht, dann kann man durch verlängerte Pausen da nochmal ein bisschen mehr rausholen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Flies macht oder Bizeps Curls oder irgendwas in dem Bereich 15 bis 20 Reps, dann macht man sich eher gar keinen Gefallen, wenn man die Pausen verlängert, weil die Ermüdung ja wieder sinkt und man dann wieder von vorne anfangen muss. Das heißt, man verschwendet schon fast förmlich seine Zeit und macht sich damit überhaupt keinen Gefallen. Genau, bei tiefen Rep-Zahlen könnt ihr euch jetzt merken, da nützt es, die Pausenzeiten zu verlängern, denn ihr habt von Anfang an schon eine volle Aktivierung. Wenn ihr jetzt bei hohen Rep-Zahlen, sagen wir auch zum Beispiel 15, die Pausen verlängert, um mehr Reps zu schaffen, habt ihr keinen Vorteil dadurch, weil die Ermüdung wieder sinkt und es dann wieder eine gewisse Rep-Zahl dauert, bis ihr wieder diese volle Faserrekrutierung hat. Genau deswegen machst du jetzt hier auch zum Beispiel den Myo-Rep-Set mit dem Seitheben und machst hier immer wieder kurze Pausen, weil die Ermüdung damit nur minimal zurückgeht und du damit immer wieder effective Reps rausballerst. Das ist ja so ein System, was viele immer so belächelt haben und so ein bisschen als Bro-Science abgestempelt haben, aber dadurch jetzt durch diese Theorie ja immer mehr auch als effektiv betrachtet werden kann. Beziehungsweise nicht nur als effektiv betrachtet werden kann, sondern jetzt hat man einen Mechanismus, der erklärt, wieso Effective Reps wahrscheinlich auch wirksam sind. Eine Sache werden sich jetzt einige hier bestimmt fragen, und zwar, macht es denn überhaupt Sinn, die Sätze zu zählen, wenn man nicht einfach direkt die Effective Reps zählen könnte von jetzt an? Wie siehst du dieses Thema? Sagen wir so, wenn wir jetzt genau wüssten, wie viele Effective Reps wir pro Satz hätten, dann würde es Sinn machen. Und wenn wir wüssten, dass die Effective Reps die einzigen Reps sind, die überhaupt zählen, aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es könnte auch sein, dass die Reps davor auch einen gewissen Effekt haben, was ich persönlich auch denke. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, um das Volumen zu zählen? Ich bin immer noch dafür, dass wir die Hard Sets zählen, also Sätze mit einer RP 7 oder höher, einfach weil wir da eine feste Zahl haben. Wir wissen genau, wie viele Sätze haben wir gemacht. Hingegen die Effective Reps, die können wir zu diesem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach nicht zählen. Genau, und deswegen ist die Empfehlung, die du jetzt gibst, und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren, einfach mal die Sätze zu tracken und gleichzeitig mal mit der RPE eine Konstante zu fahren. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 4x8 auf dem Plan hat beim Bankdrücken, dann könnte man jetzt zum Beispiel probieren, einfach mal die Pausenzeiten konstant zu lassen und wirklich nur über die RPE zu gehen. Das heißt, eventuell würde man dann im letzten Satz keine 8 mehr schaffen und nur noch 6, weil die RPE im Schluss auch wieder eine 8 ist. Das heißt, du steigerst dann über den Mesocycle nicht das Volumen per se oder nur leicht und hast dann aber vor allem die RPE, die von Woche zu Woche steigt. Und das sind die wichtigsten Infos, die ihr jetzt hier mitnehmen könnt und auch solltet, weil damit könnt ihr auf jeden Fall euer Training nochmal optimieren. Mein größter Take-Home ist auf jeden Fall, die Pausenzeiten nicht mehr zu lange zu halten bei Sätzen im höheren Wiederholungsbereich, weil ich damit einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit spare und die Effektivität schlussendlich genau die gleiche ist. Und mit diesem Wissen verabschieden wir uns jetzt hier von dem Video. Wie gesagt, war ein cooles Rückentraining, aber die Übungen sollten den meisten bekannt sein. Wenn ihr mehr Trainingsübungsvideos sehen wollt, wo Übungen erklärt werden, dann checkt den Science Statics Instagram-Account ab oder holt euch am besten das
fortschrittlichste Trainingssystem auf dem deutschen Markt, Seinstatics. Link in der Beschreibung. Und wenn ihr bei solchen Themen immer up-to-date sein wollt, dann könnt ihr natürlich auch der Elite beitreten. Dort haben wir dieses Thema nämlich schon vor über einer Woche ausführlich diskutiert. Und ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle, schönes Training, gebt Gas und bis zum nächsten Mal. Peace. Out.